Der Mann der Stunde beim KFC Uerdingen, Mohamed Kiprit, ist einer der Top-Torjäger der Liga. Der 21-Jährige hoffte im Duell gegen Aufsteiger Saarbrücken auf seinen fünften Treffer und Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok wollte die Niederlage gegen Verl wieder gut machen und dazu den Gegner stressen, anlaufen und nach vorne verteidigen. Echte Torchancen gab es im ersten Durchgang, aber nicht sehr viele. Beide Mannschaften neutralisierten sich, arbeiteten gut gegen den Ball, standen kompakt. 19. Minute, Mike Feigenspahn mal mit dem Versuch aus der zweiten Reihe, der nur gefährlich wird, weil Tobias Jennecke den abfälscht und erst scharf macht. Die anschließende Ecke kommt von Patrick Göbel und dann die Latte. Fridolin Wagner mit aufgerückt, lässt einen los, Daniel Batz springt vergebens und kann sich beim Querbalken bedanken, dass es weiterhin 0:0 steht. Und was war eigentlich mit der Saarbrücker Offensive los? Die haben doch bisher in jedem Spiel getroffen. 40. Minute, Chip Noski. Selbst überrascht von der Freiheit, die er da hat. Super vorbereitet von Maurice Deville und dann Chip Noski. Daneben zur Halbzeit 0:0. Der letzte Uerdinger Heimsieg schon 9 Spiele her. Diese Negativserie wollte Stefan Krämer heute gerne beenden. Zwingende Chancen auch im zweiten Durchgang Mangelware. Dafür hatte es die Schlussphase in sich. Das ist schon die 84. Minute. Und der Freistoß von Kolja Pusch eingewechselt. Und da muss Daniel Batz sich ganz lang machen. Wieder war es Fridolin Wagner mit seinem Kopf, der für Gefahr sorgte. Uerdingen ja noch ohne eigenes Tor nach einem Standard in dieser Saison. 3 Minuten vor dem Ende. Der Spielausgang zu jeder Zeit völlig offen. Es ging hin und her und das die dicke Möglichkeit für die Gäste. Sebastian Jakob nach der Flanke von Barilla setzt er diesen Kopfball an den Pfosten. Boah, wenn sich das mal nicht rächt, macht er fast alles richtig. Und dann 3 Minuten später, 90. Peter van Ooyen. Dann Pusch setzt super nach. Die Flanke und das Tor. Christian Kinzong, wie gibt's denn das? 1:0 für den KFC Uerdingen. Peter van Ooyen. Für diese 1:1-Situationen haben sie ihn geholt. Dann gut gegengepresst von Kolja Pusch und in der Mitte Mutterseelen allein. Christian Kinzombi mit seinem ersten Saisontor. Der Schuss ins Glück in der 90. Minute. Der KFC Uerdingen gewinnt endlich mal wieder ein Heimspiel. Und Stefan Krämer ist froh, dass das aus den Köpfen ist. Das Thema ist weg. Die Jungs haben sich ja auch eben im Kreis richtig gefreut. Da sieht man, dass auch so ein bisschen eine Last abgefallen ist. Das ist ja eigentlich kein richtiges Heimspiel für uns. Wir müssen halt hier in Düsseldorf spielen oder dürfen, wie immer man das sieht. Und jetzt haben wir zweimal hintereinander gewonnen, haben aus den letzten 5 Spielen 10 Punkte. Das heißt, die Entwicklung geht schon in die richtige Richtung und das hat die Jungs natürlich extrem gefreut auch. Ja. Du ackerst und machst und tust 90 Minuten lang und schenkst einfach Punkte her. Das ist nicht mehr die Regionalliga. Wir haben gewusst, das ist einfach ein anderes Niveau. Fehler werden anders bestraft und dann musst du, wenn du die Möglichkeit hast, Punkte zu klauen, dann musst du es tun. Es werden Spiele kommen, da wirst du auch mal als Aufsteiger durchaus chancenlos sein. Und deswegen, was du hast, kann dir schon mal keiner nehmen. Die Dinger, die du vorne nicht machst, die bekommst du hinten. Uerdingen hat allen Grund zu tanzen, weil sie in einer intensiven und ausgeglichenen Partie das bessere Ende für sich haben. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.